Ich ahne jetzt, worauf es ankommt. Ach, da müssen wir hin. Ach, das war die Auffüllstation. Das bist du. Bist, irgendwas bist du. Oh oh. Lass die Finger von Emanuel. Auch nicht schon wieder schwerelos. Schwerelosigkeit aktiviert. Huch, Nachladung. Hammond, ich habe die Sicherheitsdateien geknackt. Sie war hier nicht nur mit dem Abbau beschäftigt, ha? Was meinst du? Der Ausbruch begann in der Kolonie, nachdem die Abbauarbeiter ein Artefakt ausgegraben hatten. Irgendetwas Außerirdisches. Das ist unmöglich. Aber es würde erklären, warum der Zugang zu Aegis 7 verboten ist, oder? Befehl von Earthgov. Als die Bergleute das Artefakt fanden, klagten sie über Halluzinationen, Verfolgungswahn und Suizidgedanken. Aber die Ishimura nahm diesen Marker trotzdem an Bord. Als hätte man es geplant. Warte. Der Marker? Okay, Moment. Wo ist dieser Marker jetzt? Im Frachtraum. Fertig verpackt für die Auslieferung. Oh nein, ich muss da durch. Flammenband, okay. Nein, tu's nicht. Sieht nur so aus, als hätte ich die Augen zu. Ich kann das Antlitz davon nicht abwenden hier. Scheiße, ich habe keinen Platz mehr. Auge juckt. So, wo muss ich lang? Na klar, da lang. Warum geht's nicht hier lang? Das ist nur ein kleiner Raum. Okay, dann gehen wir hier rein. Hallo? Logbuch des Maschinenraums.
Mein letzter Eintrag. Der Tempel. Ich kann niemanden über Ricklink erreichen. Mein Team ist weg. Ich habe das Genesemodul gefunden, mit dem die Zentrifuge zerstört wurde. Ausgebrannt. Wer würde die Ishimura zu einem solchen Zeitpunkt sabotieren? Ich melde mich auf der Brücke, falls noch jemand da ist. Und dann suche ich Elizabeth, damit wir hier runterkommen. Ich kann jetzt... Bei dem Zeug kann ich dir nicht schnell rennen, bei dem Schnodder. Ist das auch wieder so ein kleiner Raum, oder was? Tatsache. Dann gehen wir mal gucken. Ah! Plasma-Cutter, Upgrade-Diagramm erweitert. Was haben wir denn? Feuerrate erhöhen und Special. Fügt jedem Schuss mit der Zeit Brandschaden zu. Da müssen wir erstmal hochkommen. Und hier gibt es noch ein Special 2. Munitionskapazität. Das heißt, wir gehen jetzt auf die Kappa hoch. Und dann Feuerrate. Okay, und dann Nachladezeit. Oh, wir haben zwei. Okay. Luft, Stase, nee. Ist immer das andere hinter mir, ja? Okay. Ich versuche, dass wir das uns merken. Wobei hier die Geräuschkulisse natürlich eine bessere ist. Muss man leider sagen, als im Vergleich zu Bioshock. Weil bei Bioshock kommen gefühlt was war's? Ach, das sind die in klein, wa? ...1200 Credits. Die hierher? Auch aus dem kleinen Raum. Dann ist gut. Ja, in Bioshock kommt es aus allen Richtungen. Das macht es so wahnsinnig kompliziert. Du kannst anhand der Geräusche nicht lokalisieren. Kannst anhand der Geräusche nicht lokalisieren, kommt das Ding jetzt von vorne oder von hinten? Weil es ist gefühlt überall sofort immer gleichzeitig da. Oder weil, ich weiß nicht. Hi!
Macht es. Okay. Okay, der Typ sammelt diese Viecher. Konnten die nicht ein anderes Ding finden? Ist ja schlimm. So, hier ist noch mal ein kleiner Raum, ne? Ja, gehen wir mal kurz gucken. Ja, normalerweise ist es mit Kopfhörern auch besser, aber ich glaube, so oder so ist es bei Bioshock nicht gut gelöst. Ich weiß es nicht, warum. Bei Bioshock hast du das Gefühl, die sind die ganze Zeit da. Dabei rennen die in irgendwelchen Räumen links, rechts, drei Ebenen über dir und du kannst das nicht lokalisieren. Ich weiß nicht, wie die das hier in den Spielen machen. Du kannst das hier einigermaßen lokalisieren. Also für mich kommt es jetzt aus der Ecke und das ist ungelogen. Jetzt kommt es aus der Ecke. Also, ne? Und verstärkt sich. Und geht jetzt langsam über. Und damit kannst du es besser positionieren. Wo ist das? Ferrero-Sound, okay. Das kann man bei Bioshock? Also das wäre ja ein Träumchen. Muss ich nachher mal probieren. Warnung. Absturz auf dem Planeten steht bevor. Kurs sofort korrigieren. Ich glaube, ich muss mich aber nicht dolle beeilen, oder? Hier gibt es keinen Zeitdruck. Also ich könnte jetzt erstmal noch komplett das ganze Areal erkunden, ne? So, hier ist die Treppe, ist das, okay, zum Kontrollraum. Okay, da geht's wahrscheinlich nachher lang. Und hier... großes Areal. Oh. Mir wurde die Munition knapp. Warnung, Stromausfall im Triebwerk. Ja, wird ja mal besser. Austauschen, um die Zündsequenz zu schlachten. Ach so, aus Entwicklersicht, ja. Energiezelle austauschen, um die Zündsequenz zu starten.
Da, das. Es hat schon ein Wahnsinns-Ambiente, dieses Spiel. Muss man wirklich... Stromausfall im Triebwerk. Energiezelle austauschen und die Zündsequenz... Dadurch, dass ich den Vorgänger jetzt nicht kenne, also heißt der Vorgänger, also das Original nicht kenne, kann ich halt schwer eben halt sagen, wie gut das Ambiente und das Feeling war beim, ne, beim Original. Hier bauen wir eine Energiezelle. Ne, war die da. Achtung, vielleicht kommt jemand. Warnung. Stromausfall im Triebwerk. Energiezelle austauschen, um die Zündsequenz zu starten. Welche Auslassöffnungen? Triebwerke bereit. Bitte Zündung bestätigen. Ich bestätige alles. Sich gefährlich so direkt über den Kopf. Ich weiß nicht, also ich hätte hier echt Paranoia. Es ist geschafft. Die Shimura bewegt sich. Hätte jemand die Triebwerke ganz gelassen, hätten wir uns das sparen können. Du hast uns genügend Zeit verschafft. Der Autopilot fliegt uns in eine geostationäre Umlaufbahn. Warte, du fliegst uns durch die Abbautrümmer? Dafür haben wir das Asteroidenabwehrsystem. Aber das AAS ist offline. Ich habe die Systemanzeigen hier. Armand, die Shimura ist ganz schön ramponiert.
Es fehlt nicht mehr viel und sie ist hinüber. Scheiße. Daniels, gib mir alle Daten, die du hast. Ich versuche, den Kurs anzupassen. Nimm die Monorail vom Maschinenraum aus. Triff mich auf der Brücke. Ich hebe die Abriegelung auf. Wir müssen zusammenarbeiten. Eieieiei. Dann noch. Ist ja gar keiner mehr hier. Zu weit weg, dann geht die Tür wieder zu. Wo bist du? Ich bin Nicole! Ich bin hier! Nicole! Verdammt! Okay. Warte mal, erstmal. Geliertes Hydrazin. Mhm. Okay, an Munition brauchen wir aktuell nicht. Wir haben einen Knoten. Okay. Nee, von der anderen Wurm holen wir auch erstmal nichts. So. Ein paar Minuten noch. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Zur Brücke. Ach, da unten sind wir jetzt gerade. Okay. Brücke. Ja. So, jetzt wären wir gleich an einer anderen Station. So, eine lange Fahrt. Nächster Halt, Brücke. Ah, es muss eine Seite. Hallo? Isaac, ich sehe mir gerade die Kanonen an. Die sind im Arsch. Ich brauche Hilfe. Ich will die Ishimura nicht verlieren. Nicht jetzt. Die Ishimura, Hammond, oder den Marker? Du meinst dieses Artefakt? Hör auf, uns zu verarschen.
Die CEC wusste die ganze Zeit von dem Marker, nicht wahr? Deshalb bist du doch hier. Der Konzern nutzt die Ishimura nicht für illegalen Abbau. Aber außerirdische Technologie? Ja, das passt. Und wir verlassen meines Teams. Wie passt der zu dieser Theorie? Hey, Schluss mit dem Scheiß. Wir sind mitten im Trümmerfeld. Wir holen das AAS zusammen zurück oder es ist vorbei. Treffen wir uns in der Captain's Kabine. Daniels. Ja, ich bin auch gleich fertig. Gute Nacht. Aber ich werde die Schiffsberichte prüfen. Ich will antworten. Ich gehe noch bis zum nächsten Speicherpunkt hier. Oh, da ist auch noch so, ja. Ah, so viel zu. Ich gehe nur noch zum nächsten Speicherpunkt. Dann machen wir das große, hey, wir sind auf der Brücke, Ding, dann beim nächsten Mal einfach an der Stelle. Denn ich glaube, es lohnt nicht, hier irgendwas anzufangen. Zumindest nicht dafür. Ich meine, wir können uns gerne hier noch 2, 3, 4, 5 Minuten hinsetzen, bevor Lythander dann los muss. Ansonsten ist hier an der Stelle Feierabend. Kurzes Fazit. Das mit dem Shadow PC funktioniert eigentlich ganz gut. Ich muss es leider, was heißt leider, ist ja Quatsch. Man muss es wirklich sagen, es läuft. Also, es sieht optisch gut aus. Es ist auch, ne? Aber machen wir gleich. Hier, wie gesagt, liebes YouTube, Feierabend, schlaf gut, ne? Träumt was Schönes und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier. Ups. Bis dahin, euer Firefox. Ah ja, siehst du, ich muss ja, weil es geht nicht anders. Klick.